Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der neuen Minibrunn, ich bin erschrocken von der Test Area. Es ist 8 Uhr morgens in-game im Mai und ich hatte ja die Zeit schnell vorlaufen lassen wegen dem Schnee und laufen lassen und wurde nicht. Es wurde nicht besser. Also habe ich eine Nacht geschlafen und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt machst du Tabula Rasa und schläfst noch eine Nacht. Dann hast du es hinter dir. Und ja, jetzt habe ich das auch gemacht. Und es ist, also, ja, also wir haben, also jetzt gibt es hier, guckt mal, wir können hier schon wieder die Wiese mähen, die ist auf Maximum. Hier liegen unsere Silageballen rum. Unser Sojabohnenfeld ist reif. Unser Ackergras ist reif. Die Silageballen, die wir gemacht haben, auf unserer neuen Wiese liegen hier rum. Die Wiese kann schon wieder gemäht werden. Ja. Und so. 21, 22 hier, unsere Gerste auch reif. Also, das ist. Ja, ich habe es richtig komplett runtergebrochen. Unseren Kühen geht es gerade nicht so gut. Aber ich habe das Gras halt reduziert jetzt. Sind nur noch 3.866 Liter drin. Das heißt, jetzt passt da so richtig Mischration rein. Und wir haben eine Menge Milch, wir haben eine Menge Gülle. Ja, das ist quasi einmal. Naja, wir haben Urlaub gemacht sozusagen. Ne? Resettet. Oh, jetzt haben wir halt richtig zu tun. Aber dafür wird es so sein, dass wir die fette Kohle aufs Konto kriegen. Ja, das Problem ist halt auch, dass wir Platz brauchen auf dem Hof. Aber da kriegen wir schon hin. Ja. Wir haben, also ja, jetzt haben wir auf jeden Fall so einen Punkt erreicht, ne? Wo es ganz klar ist, dass wir finanziell wirklich ziemlich gut dastehen. Wenn wir das alles jetzt hier umgebrochen kriegen, was anliegt, da mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr ums Geld. Einige sind ja dann so ungeduldig, die haben dann auch geschrieben, boah, stell dir doch das Subventionsschild auf, dann kriegst du regelmäßig Kohle. Ja. Es ist ja in der Realität auch so, dass an die Landwirte diverse Subventionen bezahlt werden oder dass sie Ausgleichszahlungen kriegen und. Aber das ist mir zu einfach, gell? So. Das ist mich zu einfach. Das kann ja jeder. Ich habe schon so viele tolle Schummelprojekte gemacht mit unglaublich fantastischen Maschinen. Und das jetzt hier, also das möchte ich mir dann erarbeiten. Ich würde sagen, ich fange hier an, dann mache ich die Sojabohnen. Ja. So, für den Abfahrer. Und vielleicht ist sogar ein größerer Drescher drin jetzt, wenn das Geld kommt. Man weiß es ja nicht. Ne? So. Fahr mal los. Als nächstes, ich möchte. Ja, komm. Wir nehmen dich. Will auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal die Kühe füttern. Hier, warum auch immer, ich habe Autodrive angemacht und da fängt er hier an mit die Mischration hinzukippen. Krieg ich auch so nicht weg, ne? Muss ich mir erst später irgendwie wieder was besorgen, dass ich die Mischration da aufgesammelt kriege. Im 19er war easy, da gab es einen Besen. Der hat alles verschwinden lassen, oder? Ja, einkaufen.
Japanische Nation. Abladen. Kuhstall, Mischration, okay. Du kannst fahren. So, gib doch schon mal ab. Was wir brauchen ist Ballensammler. Der kostet nur 50.500. Das Geld für den bekommen wir auf jeden Fall wieder rein. So. Dann hatte ich mich ja geärgert, dass ich Ballenwickel gedönse, gedingse, mir die Mission verhauen habe. Und die ersten Ballen auch nicht gewickelt wurden. Es können nur Ballen bis zu einer maximalen Größe von 150 cm gewickelt werden, hat mir jemand in die Kommentare geschrieben. Das ist ja dann auch schon mal was, ne? Das muss ich mir mal merken, weil je größer die Ballen sind, desto weniger stehen auf dem Feld rum und ne, umso einfacher ist es, die einzusammeln. Das spart halt alles Zeit. So, jetzt zu dem Flitzpiepel. Den brauche ich als Abfahrer. Heute. Flitzpiepe. Ja, da muss ich natürlich noch wieder Hühnerfutter auch besorgen. Ach, du bist ja dreckig. Du bist ja dreckig. Ja, mit dem Maschinenwaschen ist das so eine Sache. Ich muss jetzt erst warten. Fällt mir gerade mal so ein. Man muss sowieso noch gucken. Ackergras. Erstmal wieder hier raussuchen. Und dann gucken wir, wo bester Preis ist. Am Bauernmarkt. Na gut. Am Bauernmarkt. Das ist 13. Bauernmarkt ist eingestellt. So, jetzt muss ich warten, bis der gute Kerl kommt. Da, ist er. Für den Ballensammler muss ich auch noch wieder gleich einen extra Zielpunkt setzen. Ja, hier ist Feld 12, das müssen wir noch ergänzen. Und zwar 1, 2 mache ich mal. Und das hier nenne ich dann Feld 12 Ball. So kann schon mal nichts schief gehen. Was sortieren wir jetzt ein? Jetzt gucken wir noch schnell mit der Silage. Das ist bestimmt wieder die BGA. BGA oder Viehhandel. Ich würde sagen, wir fahren zum Viehhandel. Da ist am besten. So, Feld 12, Ballen und Viehhandel. Viehhandel ist halt auch näher als die BGA. So, so. Einschalten. Und ja. Der verdient jetzt erstmal Geld für uns, glaube ich. Bin gespannt, wie gut, ob es zu Störungen kommt. Das werden wir dann feststellen.
Du bist bereit. Du bist noch nicht voll. Jetzt bist du das erste Mal voll. Sehr gut. Hier kommt eine Mischration angeflogen. Ja, Arbeit genug, ne? Einmal voll. 24 Ballen. Ein paar sind noch über, ne? Oh, da hat er den Ballen runtergeschubst. lass mich mal durch. Hat er den Ballen runtergeschubst. Und der rollt, und der rollt, und der rollt, und der rollt. Ja, das ist das mit den Rundballen, ne? Das ist der einzige Grund, warum ich immer Quaderballen bevorzugt habe. Die rollen nicht weg. Aber wenn ich jetzt Quaderballen presse, dann muss ich immer wieder einen extra Arbeitsschritt machen, um die zu wickeln. Ne? Und nee. Nee, nee, nee. Also wir werden... Ich habe das Gefühl, dass wir große Schritte machen können heute. Ich wollte ja dann noch den anderen Schwader und ich habe was gesehen. Schaut mal hier. Zum reduzierten Preis für 142.000 mit Deutz Serie 9 bis 336 PS. Das ist ein Schnäppchen, gell? Das ist ein Schnäppchen. Da sollte man mal ein Auge drüber zumachen und nachdenken. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was ich mit einer Ladung Rundballen hier verdiene. Jetzt wird's spannend. Das Abladen sollte ja klappen. Das hat ja schon mehrfach funktioniert hier. Ne? Ich mach das mal zu. Das irritiert mich immer so ein bisschen. So, 51.000 haben wir auf dem Konto. Ey! 26 und 5 sind 31.000 und 5 sind 36.000 und 5 sind 41.000 Euro und wir sind noch nicht fertig. Na, das ist doch mal positiv. Das ist auch knapp hier. Aber das scheint zu funktionieren. Ja, er bleibt nicht hängen. So, dann kann er jetzt die restlichen Ballen holen. Das sieht gut aus, oder? Im Allgemeinen. Ja. Und wir haben ja noch einige Ballen mehr. So, jetzt zu dir. Das ist jetzt die dritte Ladung Mischration. Da kann man mal sehen, was das Gras aufgehalten hat, ne? Nee, 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 nee. Diese Besen aus dem NS19, den vermisse ich ja, ne? Konnte man alles mit wegfegen und verschwinden lassen. Dann war da Ruhe im Stall quasi. Ja. Jetzt müssten sie doch gleich satt sein. Was denn? Immer noch nicht. Ja, Sakrament noch einmal. Was fressen die denn? 40 Kühe. Ja gut, eine Ladung dann noch. Dann haben sie es aber. Dann haben sie es aber. Eigentlich könnte ich aus dem Ackergras hier auch Wiese machen. Da würde ich viel mehr Geld mit verdienen als mit dem Ackergras. Ne? Der Vorteil vom Ackergras ist halt, du kannst das Ackergras verkaufen, dann hast du Heu. Aber wenn das Gras wäre, ich glaube, da hätte ich viel mehr von, wenn ich Silageballen hier auch presse. Weil ich brauche kein Heu. Hm.
schwierig, schwierig. Und wir haben es ja gesehen, als Silageball, das ist schon. Da verdient sie schon richtig Kohle mit. Apropos Silageball, ich hab's schon wieder im Augenwinkel. Ja, er hat sich hier schon wieder erhängt. An einem Baum. So, wollen wir mal schauen. Ach, das geht ja von der Zeit schon wieder. Jenseits von Gut und Böse. Der Obi-Wahnsinn hat mich gefragt, ob ich denn dann nicht den Big M benutzen möchte. Und ich habe so, ja, der Big M ist natürlich, ne, eine feine Sache. Da hätte ich ja voll Bock drauf. Genug Grasflächen habe, ist das natürlich auch eine Rechtfertigung dafür, ne? Den Big M zu benutzen. So, habe ich ja, ne? Ich würde sagen, ja. Wenn ich noch mal irgendwo welche finde. Jetzt wäre natürlich so eine Ballenpresse toll bei diesem hügeligen Landschaft hier. Die Ballen auf der Seite drin, ne? Dass sie nicht rollen können. Man kann halt nicht alles haben. Kann halt nicht alles haben. So, Eier sind genug da. Wir müssen nur Hühnerfutter besorgen. Hühnerfutter. So. Das sollte dann aber alles gewesen sein an Ballen. Wenn ich zufällig mal noch wo was an Ballen finde. So. Wir schicken dich zum Viehhandel und zurück machst du dann Stopp am Hofsee, ne? Viehhandel. Uff. Ja, vielen lieben Dank für die Kollisionserkennung. Und jetzt. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, und die Ballen können wir alle 2 Tage wegbringen, ne? Alle 2 Tage Silageballen. Was waren das von 40.000? Sagen wir über den Daumen. Über den Daumen. So. 40.000, 62.000, alle 2 Tage. Das kann sich doch sehen lassen, oder nicht? Ja. Finde ich schon. Finde ich schon. Mir juckt's ja in den Fingern, ne? Den anderen Traktor jetzt verkaufen, dafür den Deutz, den Neuner. Lieber nicht. Lieber noch nicht. So, du verkaufst dir das Ackergras, da kommen wir auch genau richtig. 16.000. Nee. Mit Ballen machen wir mehr, ne? Als mit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall machen wir mit Silageball mehr. So, der wartet jetzt und du bist hier angekommen. Da. Ich würde sagen, das war's wieder für heute, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Mitmachen und dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Was ich hier vorhab, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Kommentare gerne auf der Discord. Den Link dazu findet ihr auf unserem Discord Community Kanal. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Meine ich, wollte ich
einfach sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das unterstützt meinen Kanal und das Abonnieren nicht vergessen. Das ist bei YouTube ja kostenlos. So, ich war wieder und bleibt der Short von der Test Area. Bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.